official police jurisdiction, so we are really pretty set up at all the time. Es hat funktioniert. Und? Das System hört auf uns. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Setz dich. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Yakitori. Irgendwas, das nicht von hier ist, bitte. Wir sehen uns morgen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt.
Er ist nicht auf der Höhe, klar. Aber selbst ohne Implantate könnte er uns fertig machen. Woher willst du das wissen? Hast du ihn in Aktion gesehen? Nein. Ich weiß es einfach, wie er geht. Und sein Blick. Wir reden später weiter. Was ist das? Yaktori. Okay, ich habe alles durchgebracht. Erstens, wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Ist das dein persönliches Seppuku-Ritual? Was? Wieso? Soweit ich das sehe, bringt uns dein Plan beide um. Wüsste echt gern, warum. Das Risiko ist hoch, ja. Aber welche Wahl haben wir? Hanako-sama ist unsere einzige Chance. Du hast nichts zu verlieren, wie ich. Ich sehe es in deinen Augen. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Was machst du denn? Lass ihn nicht. Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ich komm mit. Stimmt. Und du mit deinen Fähigkeiten. Mit deinem diebischen Geschick. Gut, wir machen das gemeinsam. Och, lauter, lauter! Yorinobu. Höchstpersönlich. Hat das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die haben sich ihm ergeben. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung meines Vaters? War das keine Provokation? War das nicht eine? Arasaka, ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von innen angezündet hat, alles begann mit ihm. Die Fraktionen. Die Machtkämpfe, das alles ist Xo! Woher hat Yorinobu diese rebellische Ader? Das weiß keiner. Vielleicht kann ich ihn das bald fragen. Persönlich. Es gibt Fraktionen innerhalb Arasaka? Welche? Es gibt drei. Kiji, Hato und Taka. Kiji wollen Stabilität und die alte Ordnung. Sie stehen fest hinter Hanako-sama. Hato sind Liberara und unterstützen Michiko-sama, Saburos Enkelin. Über sie weiß ich nur wenig. Die Dritten im Bunde sind Taka. Verräterhunde, die hinter Yorinobu stehen. Und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen. Erzähl mir ein andermal von ihnen. Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu. Für seine Tochter. Als Yorinobu seine Bande gründete und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Warte, glaubst du, sie trägt eine Mitschuld an Saburos Mord? Ich glaube, wir alle sind schuld. Wir haben uns austricksen lassen. Doch jetzt korrigieren wir diesen Fehler. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Verschwinden wir, wie? Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bitte beerdigen Sie uns bald wieder.
Sägemehl und Plastik. Komm, ich habe einen guten Ort zum Beobachten gefunden. Wir müssen nur da hochklettern. Jetzt hier lang. Das Glück lächelt uns zu. Niemand scheint hier zu sein. Ausblick auf die Stadt. Wenn? Wenn er denn schön wäre. Hast du Night City so sehr? Vielleicht habe ich nur Heimweh, wie ihr sagt. Weiter. Du suchst nach Schwachstellen, während ich mir eine Ablenkung ausdenke. Arasaka darf unsere Absichten nicht erfahren. Sabotage wäre genau das Richtige für eine Ablenkung. Links solltest du die beste Aussicht haben. Ich versuche es hier. Das alte Ding wird schon noch funktionieren. Wollen wir anfangen? Kann losgehen. Trafo an der Wand. Siehst du ihn? Ein gutes Podest. Antenne. Das Sicherheitszentrum müsste dort drin sein. Perfekt für Sabotage. Rohre, siehst du? Die könnten wir reinkommen. Ich sehe deren Kommunikation. Viele Wachen. Sicher gut für eine Ablenkung. Nicht übel. Thank you.
Ein Betriebstunnel, dort an der Straße. Führt vielleicht zu den Lagerhäusern. Fußgängerbrücke, allerdings bewacht. Eine Option, wenn wir keinen anderen Weg finden. Tarngeschütze beim Tor. Sehr tödlich. Das wäre der letzte Ausweg. Glaub, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Wir haben, was wir wollten. Also, gehen wir rein? Hast du das nicht auch vor dem Kompiki-Presser gesagt? Ich will sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Wir sollten warten und beobachten. Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, ja, dann gehen wir rein. Klingt sinnvoll. Machen wir es uns bequem. Wie? Was? Keine plötzlichen Bewegungen. Siehst du sie? Die Katze. Ja und? Ist nur eine Katze. Sie ist das erste Tier, das ich in Night City sehe, das keine Kakerlake ist. Erst verschwanden die Vögel, dann die Hunde. Die Katzen haben am längsten durchgehalten. Vielleicht ist es eine Bakineko. Eine Bakineko? Was ist das? Ein Katzengeist. Bringt Unglück. Aber er kann auch Tote ins Leben zurückholen. Glaubst du an Geister? Der Relic lässt dich mit den Toten sprechen, oder? Es ist keine Glaubensfrage mehr. Meine Großmutter kannte viele Geschichten über Kitsune, Kappa und Bakineko. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Ich stamme aus den Slums von Chiba 11. Einmal wollte ich unbedingt ausreißen und... Egal. Schlechte Erinnerungen aus einem anderen Leben. Mir fehlen die unbeschwerten Kindertage. Ich erinnere mich daran, von Haus zu jagen und in Gassen vor Bullen wegzulaufen. Und an den Eisengeschmack von Blut. Ich erinnere mich an den Chemiegestank von dem Kanal, in dem wir die Wäsche gemacht haben. Konzernlaster kamen manchmal durch unseren Slum. Arasaka wählte Kinder aus, aber eben nur die sauberen. Mit Lastern, sagst du? Ja, gepanzert und bewaffnet. Chiba 11 hatte die höchste Mordrate Japans. Bestimmt heute noch. Wofür brauchten die Kinder? Als Konzernsoldaten. Als sie mich auswählten, war ich überglücklich. In der Armee hatte ich alles, was mir vorher fehlte. Disziplin, regelmäßige Mahlzeiten. Und als ich Talent zeigte, sogar eine Ausbildung. Und wie ist aus dem Latrinenjungen von einst Saburo Arasakas Bodyguard geworden? Bestnoten an der Akademie, Dienst im Sonderkommando und Arasaka-samas Gespür für wahres Talent. Soll heißen, es war nicht Liebe auf den ersten Blick? Mit unvollständigem Wissen die richtigen Entscheidungen treffen. So wird man der mächtigste Mensch der Welt. Er hat die Wahl aus 100 Kandidaten. Arasaka-sama hat in jede einzelne Seele geschaut und den Besten für den Job ausgewählt.
Und alles, was du tun musstest, war Saburos Feinde umbringen. Das klingt, als verurteilst du mich. Dazu hast du nicht das Recht. Im Gegensatz zu dir und Mr. Wells war ich nicht so arrogant, den leichten Weg zu nehmen. Du hast also keinen Dreck am Stecken? Jeder hat das. Wichtig ist nur, woher der Dreck kommt. Dann spuck's aus. Woher ist deiner? Arasaka gab mir, was niemand sonst konnte. Werte, für die es sich zu leben lohnte. Nichts ist wichtiger. Du machst dir die Hände für Geld schmutzig, ich für Prinzipien. Ich verurteile dich nicht. Oh doch. Du sträubst dich gegen Konzerne, ihre Ordnung, ihre ganze Welt. Nur hast auch du keine sinnvolle Alternative. Sieh dich um. Hier hast du sie. Deine Konzernwelt in all ihrer Pracht. Du zeigst mir dreckige Straßen, als wäre nichts anderes möglich. Was ist mit den Millionen, die für Arasaka arbeiten und Stabilität und Sicherheit haben? Und die Chiba-Elf-Slam-Ratten? Die kratzen bis heute ihr Skop aus Dosen. Dank der Konzerne. Wir können nicht allen helfen. Hast du schon vergessen, was in Tom's Diner passiert ist? Die Leute hassen Konzerne. Und ich kann's verstehen. Ich habe Fehler gemacht. Aber Arasaka zu beklauen, war keiner. Manchmal wäre ich gern Nomade. Weit weg von dieser Welt. Alle Sorgen vergessen. Es ist nie zu spät, was zu ändern. Wie sagt ihr so schön? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Damals im Kompeki haben wir beide jemand Wichtigen verloren. Wir haben unseren Frieden noch nicht gemacht. Also suchen wir den Konflikt. Besser hätte ich's nicht ausdrücken können. Es ist die Pflicht der Lebenden, für die Toten zu büßen. Ich bin sicher, Hanako-sama wird uns helfen. Oder sie lässt uns endgültig kalt machen. Die Bakeneko langweilte sich wohl. Sie wird ihren Weg finden. So wie wir. Zeit, etwas zu unternehmen, oder? Oh, fuck, es wird schlimmer. Du siehst besser aus.